Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports. Ich hatte es ja beim letzten Wochenrückblick schon kurz angedeutet. Ich werde nochmal so ein kleines Social Media Video machen, also über Social Media, also ein paar Erfahrungen, die ich jetzt die letzten Tage gesammelt habe. Ich meine, das zieht sich jetzt schon länger, ne? Aber jetzt betrifft es mich halt auch hier und da mal ein bisschen direkter. Finde ich einerseits amüsant, andererseits, naja, auch. Man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, der eine oder andere. Nein, doch. Es geht halt darum, ich habe ein Bild von einem Corona-Test gepostet, den ich selber gemacht habe. Wir haben die halt von der Arbeit bekommen, sind halt dazu verpflichtet, die regelmäßig zu machen. Ist okay, mich stört das nicht. Wir haben mal kurz ein Wattestäbchen in die Nase schieben. Juckt mich nicht wirklich, wenn das der Sache dienlich ist, dass wir vielleicht irgendwann alle mal wieder mehr Freiheiten haben oder unsere Freiheiten zurückbekommen, die uns eigentlich zustehen. Mache ich das gerne. Ja, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Okay. Ich bin nicht mit jedem von den Beschlüssen und Regeln einverstanden. Definitiv nein. Das sage ich auch ganz ehrlich. Man darf solche Sachen kritisieren und auch hinterfragen. Aber es muss halt alles trotzdem im Sinne der Gemeinschaft sein, dass wir das Ganze mal voranbringen, dass wir mal wieder alle unser Leben zurückbekommen. Und ich habe halt diesen Test gemacht, weil meine Tochter... Also die Schulen sagen ja auch, man soll einmal die Woche einen Test machen, bevor die Kinder in die Schule kommen. Sie wollte den Test machen, hatte aber so ein bisschen Angst davor. Nicht mal unbedingt vor dem Machen des Tests, sondern dass sie Corona haben könnte. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich zeige dir mal, wie das Ganze funktioniert. Du guckst dir das mal an. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Und habe halt diesen Test gemacht, habe gesagt, guck, nach 15 Minuten, ich bin negativ, dann wirst du das auch sein. Da war sie auf jeden Fall schon mal beruhigt. Und hat diesen Test dann auch ohne weiteres den nächsten Morgen mit meiner Frau zusammen gemacht. Super. Und dann kriegt man halt so Nachrichten, was bist du nur für ein Vater, dass du deiner Tochter so ein Stäbchen in die Nase schiebst und hast sie nicht gesehen. What? What the fuck? Leute, das ist doch nichts Schlimmes. Erstens, sie wollte es sogar, und das finde ich schon mal interessant, dass ein sechsjähriges Kind mehr soziale Verantwortung hat als manche Erwachsene. Sollte man vielleicht schon mal drüber nachdenken. Ne? Die jammern nicht so viel rum, die machen das einfach. Ne? Sie hat auch kein Problem, die Maske zu sagen. Sie freut sich, sie hat zig verschiedene Masken, die alle unterschiedlich aussehen, mit einem Panda-Gesicht drauf und was weiß ich. Sie freut sich drüber, sogar die Dinger zu tragen. Also, ist doch alles super. Und was ich für ein Vater bin? Ich bin ein Vater, der seinem Kind die Angst davor nimmt. Und die Angst vor Corona und so weiter. Ich kann mein Kind natürlich auch auf irgendeine Demo schleppen und in die erste Reihe stellen, ne? Als menschlicher Schild. Ob das jetzt der richtige Weg ist und ob ich dann ein besserer Vater bin, ich wage das zu bezweifeln. Nein. Ne? Weil im Endeffekt ist man dann nie besser als hier der Typ über die Leute in Myanmar oder sonst irgendwo, die irgendwelche Kinder, Frauen und sowas in die erste Reihe stellen, um als menschlicher Schild zu fungieren. Also ihr seid da... Also ganz ehrlich, nicht ihr, also ich will jetzt niemanden direkt angreifen, aber so rein emotional und sozial gesehen und so weiter, ist das doch schon echt relativ unten angesiedelt, die Stufe, auf der man sich dann befindet, wenn man die Kinder vorschiebt, damit man selber quasi keinen auf die Fresse kriegt. Also wenn man das macht, auf die Demos gehen, dann haltet doch wenigstens eure eigene Rübe hin. Ne? Also ihr dürft ja demonstrieren, weil häufig dürft ihr es noch und so weiter, aber dann haltet euren Kopf dahin und schiebt nicht eure Kinder vor. Das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz weit unten. Ne? Ich bin im Keller und es ist noch tiefer. Also bitte. Und dann müsste ich mich nicht fragen, was ich für ein Vater bin. Ich sorge dafür, dass meine Tochter quasi in ihre Schule gehen kann. Sie kann ihre Freunde sehen, sie hat soziale Kontakte. Und einfach nur, weil man so ein Stäbchen und eine Maske benutzt. Das ist gar nicht so schlimm. Und nein, es schränkt einen auch nicht wirklich ein. Was mich zum Beispiel viel mehr nervt, ist, dass ich ständig einen Einkaufswagen mitschleppen muss. Die Maske trage ich auf der Arbeit, die Maske trage ich in meiner Freizeit und ich muss ehrlich gesagt sagen, seit wir diese Maske tragen, ich war noch nie so wenig krank wegen Schnupfen, Erkältung oder sonstiges. Mir geht's die ganze Zeit super. Das Einzige ist, mein Gesicht juckt. Das ist bei Bartträgern natürlich nicht so schön. Aber darüber müsst ihr auch mal im Klaren sein. Also muss die Maske ja doch tatsächlich irgendwas bringen. Also, das sind jetzt meine Erfahrungen. Klar, andere Leute können andere Erfahrungen haben, andere Meinungen haben. Das ist natürlich auch vollkommen okay. Das dürft ihr auch alles. Aber ihr müsst halt mal auch drüber nachdenken, wie ihr dann auf die Leute zugeht. Ihr müsst mir nicht unterstellen, ich wäre ein schlechter Vater. Und selber stellt ihr eure Kinder in die erste Reihe bei irgendwelchen Demos? Leute, also echt mal. Eure Meinung würde mich natürlich trotzdem interessieren. Also ihr seid natürlich jetzt nicht meine Community damit angesprochen.
Und es geht jetzt um diese Leute, die mir bei Social Media diese Kommentare geschrieben haben und so weiter. Ne? Nicht falsch verstehen, aber eure Meinung jetzt hier von meiner Community würde mich natürlich interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, ich bin auch nicht mit allem einverstanden und ich finde manche Regelungen auch merkwürdig, warum zum Beispiel der normale Einzelhandel nicht öffnen darf, während sich beim Discounter die Leute an der Kasse stapeln. Und das wird nicht reglementiert, das passt für mich auch nicht zusammen. Solche Sachen darf man natürlich hinterfragen, aber deswegen muss man nicht seine Kinder vor den Wasserwerfer stellen. Das ist verhältnismäßig nicht richtig. So, nur mal so, um das mal grob anzureißen, in welche Richtung ich das jetzt hier meine. So, er sagt, eure Meinung interessiert mich. Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, mal einen kleinen Diskurs mit euch führen, Meinungen abchecken. Ich glaube, das Meinungsspektrum ist da sehr breit. Es gibt davon bis mit vielen, vielen Graustufen dazwischen. Und ja, man muss nicht mit allem einverstanden sein. Aber manche Sachen sind auch bei weitem nicht so schlimm, wie man immer tut. Einfach mal ein bisschen weniger jammern. Ne? Es gibt andere, denen geht es viel schlimmer als uns. Gut, es gibt auch welche, denen geht es besser, aber die sind deutlich weniger, glaubt mir. So, in dem Sinne, das war's von mir. Habe die Ehre, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und stark. Rock'n'Roll.